Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fertig. Ich spiele wieder eine Runde Planets Battlegrounds und ich bin heute mal wieder hier alleine am Schlüssel, meine Friends. Ich werde hier irgendwo landen. Da haben wir letztes Mal gute Erfahrungen gemacht. Ihr erinnert euch, wenn ihr die Folge gesehen habt, die hieß, glaube ich, 4 Sucher in einem Haus oder so? Kann das sein, Freunde? Kann sein, auf jeden Fall. Das müsste die letzte Folge auf der alten Map gewesen, auf der neuen Map gewesen sein bisher. Mittlerweile gibt es schon wieder neue Folgen, keine Sorge. Na, kommt ja täglich, momentan noch, muss man dazu sagen. Und ja, hier war das, in dem Ding. Ziemlich sicher. Im linken davon, oder? War das hier? War das da vorne irgendwie? Ich weiß es nicht. Ich lande erstmal hier und dann schauen wir mal weiter. Ne, hier war das nicht. Das war vorne irgendwo. Aber schauen wir erstmal. Erstmal nehmen wir den Erste-Hilfe-Koffer. Ja, heute mal wieder ein bisschen was zu bereden, was ich auch teilweise schon in der letzten Folge angesprochen habe. Beziehungsweise in der vorletzten, glaube ich eher. Und zwar das Community-Ding. Freunde, ich habe mir gedacht, freitags gibt es jetzt nicht zwingend PUBG. Ich lasse einfach die Community entscheiden, habe ich mir gedacht. Sprich, jeden, weiß ich noch nicht, was für einen Tag immer das Voting online geht. Aber es geht jede Woche im Voting online, wo ihr dann hier bei YouTube halt abstimmen könnt, einfach oben rechts auf das i quasi drückt, nach dem Motto, ja, was wird diese Woche gezeigt? Dann kann man da abstimmen, dann sagt ihr zum Beispiel, also ich gebe immer 3 Sachen vor und ein Spiel könnt ihr halt in die Kommentare schreiben, beziehungsweise jeder kann halt so viele Spiele in die Kommentare schreiben, wie er will, aber eins wird halt dann von euch als Top-Comment markiert quasi, indem ihr Daumen hoch und Daumen runter beim Kommentar gibt. Und das spiele ich dann, sofern, das muss ich dazu sagen, sofern ich es habe. Und eine Einschränkung gibt es auch noch. GTA ist von dem Voting ausgeschlossen. Ganz einfach, weil GTA kommt ja jeden Samstag so oder so, Freunde. Der Stream, der bleibt auch samstags immer GTA, nur freitags ändert sich etwas. Das liegt daran, dass ich gesehen habe, dass A, nicht mehr so viele Leute Bock auf PUBG haben. Was schade ist, aber ist halt so. Und B, ganz einfach, ich auch euch ein bisschen mehr einbinden möchte. Das wird auch für kommende Projekte irgendwann mal kommen. Steht aber noch nicht fest, wann das anfängt. Dafür muss ich erstmal ein bisschen mehr Zeit haben. Also nicht wirklich viel mehr Zeit, aber ein bisschen mehr Zeit. Dann kann ich auch mal so euch bei so Projekten dann entscheiden lassen. Nur momentan ist es halt zeitlich einfach noch nicht dran, überhaupt ein weiteres Projekt groß zu machen. Ich werde probieren, in den nächsten Tagen ein neues Projekt einzuführen. Da werde ich euch auch wahrscheinlich beteiligen an der Abstimmung. Muss man aber mal schauen. Also ich habe da, um es mal genauer zu sagen, momentan 3 neue Spiele, die ich zugeschickt bekommen habe. Dann werde ich wahrscheinlich, so die Vermutung, ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache, werde ich wahrscheinlich irgendwie jedes Spiel einmal antesten, euch fragen, soll ich das weitermachen, soll ich das nicht weitermachen. Ihr entscheidet ja, nein. Das Spiel, was die meisten Ja-Stimmen erhält, bekommt den Zuschlag sehr wahrscheinlich. Würde ich einfach jetzt spontan mal so sagen. Wie ich es genau mache, weiß ich noch nicht. Also nagelt mich da bitte nicht drauf fest, wenn ich es jetzt irgendwie anders mache. Ja, einfach nur, damit ihr Bescheid wisst. Das Lustige ist, die meisten wissen jetzt immer noch nicht Bescheid, weil sie nicht PUBG gucken. Aber ihr, Freunde, die sich für PUBG entschieden haben heute, seid auf der Sonnenseite des Lebens. Ihr wisst Bescheid. Warum nehme ich einen Schrotflintenschauk mit? Ich weiß selber nicht Bescheid. So, jetzt werden wir noch ein bisschen höher wandern. Hier entlang wahrscheinlich. Hier vorne sind Häuser und da drüben ist auch nochmal ein bisschen was. Da werden wir noch vorbeigehen und hoffen, dass wir hier ein bisschen Loot finden, weil bisher ist es noch recht mau. Ich habe heute auch eigentlich nicht so ewig Zeit. Also ich werde nach 15 Minuten werde ich auf jeden Fall offensiv gehen, weil ich nehme das hier gerade Montagabend auf. Wohlbemerkt Montagabend 18.40 Uhr ungefähr. Also ist es jetzt ungefähr. Und um 19 Uhr hat meine Schwester Feierabend, dann gehen wir einkaufen. Sprich, ich muss dann los direkt. Wir treffen uns halt beim Laden, wo wir einkaufen gehen. Und ja, das ist jetzt nicht so ideal. Was übrigens auch lustig war, Freunde, ne? Heute, ich habe ja am Wochenende, wie einige mitbekommen haben, bei Frittenwerk gegessen. Das ist jetzt noch kein Produktplacement, muss man sagen. Ich habe halt für mein Essen ganz normal bezahlt. Alles easy, ne? Ist halt
lecker da, deswegen war ich da essen. Zum dritten Mal mittlerweile. Einmal war ich da mit Kollegen meiner Weiterbildung und einmal jetzt halt zweimal mit meiner Schwester. So, nicht einmal, zweimal. Ja, war da jetzt zum dritten Mal essen. Und dann habe ich die aus Spaß mal so auf Twitter und auch auf Instagram angeschrieben. Ja, wie sieht's aus, soll ich Markenbotschafter werden so? Oder wäre ja schon cool, wenn ich Markenbotschafter wäre. Oder irgendwie sowas sinngemäß. Die, die mir auf Twitter folgen, haben das ja gelesen. Und dann haben die mir vorhin eine DM geschrieben, sie würden mich gern zum Essen einladen. Mega, oder? Also der Typ, der da hinten irgendwo auf mich schießt. Den ich gerade null sehe. Schießt so schlecht, ne? Dass ich mir keine Sorgen machen muss. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Aber dann haben die mir DM geschrieben, sie würden mich gern zum Essen einladen. Und jetzt gehe ich nächste Woche oder diese Woche irgendwann, wenn ich Zeit finde, da schön mega essen. Mega nice, oder? Kostenlos auf deren Kosten mit einer Begleitperson und Getränk, Freunde. Und dann werde ich es aber auch zumindest auf Instagram und so mit Hashtag Werbung kennzeichnen. Wohin fährt er? Jetzt die Frage, ist er da stehen geblieben oder ist er weitergelaufen? Aber momentan kennzeichne ich es halt noch nicht, weil es halt noch nicht passiert ist, ne? Und alleine das müsste man nicht mal kennzeichnen, weil es nur eine Produkthilfe, glaube ich, darstellt. Und bis 500 Euro sind die frei. Und das Essen mit Getränk für zwei Personen kostet ungefähr 16 schätzungsweise. Vielleicht 20, wenn es ganz hoch kommt, aber ich glaube eher so 16. 15, 16 Euro, irgendwie sowas. Ich kenne gerade die Preise nicht und je nachdem, was wir dann natürlich auch nehmen, ne? Meine Schwester hatte jetzt beim letzten Mal günstigere Gerichte. Die Sache ist, der Typ probiert es halt immer noch, ne? Aber meine Schwester hat halt in letzter Zeit günstigere Gerichte. Da gibt es aber auch halt so Sachen für 7, 8 Euro und wenn du dann ein Getränk dabei nimmst, dann bist du locker bei Dings, ne? Ja, letztes Mal hatte meine Schwester was für 6, glaube ich, also 5,90. Plus Getränk bist du bei 8. Plus ich, ja, okay. Wir werden schon auf die 17, 18 Euro kommen. Aber nice auf jeden Fall, dass die uns da einladen. Das ist ganz nett. Und dann schaue ich mal. Vorher muss ich aber noch zum Friseur. Ich gehe mal, glaube ich, Samstag, Nachmittag, Abend irgendwann zum Friseur. Ich gucke mal, ob ich mir einen Termin holen kann. Weil irgendwie langsam muss ich mal. Heute wäre eigentlich ideal gewesen von der Uhrzeit her. Ich bin nämlich relativ früh zu Hause. Normal, ich fahre halt von Duisburg immer, über Duisburg. Nehme ich immer so 18 Uhr irgendwas die Bahn. Und heute habe ich schon 17 Uhr irgendwas die Bahn bekommen. 17, also 20 Minuten eher halt die Bahn. Die fährt alle 20 Minuten. Und ja, die habe ich halt bekommen. Dadurch bin ich halt ein bisschen eher zu Hause, 20 Minuten. Dadurch kann ich jetzt noch schnell die Folge aufnehmen, damit die auch dann morgen für euch kommt. Morgen ist Dienstag. Morgen sollte auch im Idealfall das Video online gehen mit dem Voting. Ich probiere es für morgen fertig zu machen. Ich kann da natürlich nichts versprechen, dass es morgen auch kommt. Aber dann wisst ihr da auf jeden Fall Bescheid. Vielleicht ist das sogar schon online. Überraschung. War natürlich eine geplante Überraschung, nicht? Also ich weiß noch nicht, wie ich es online stelle, wann ich es online stelle. Steht alles noch in den Sternen. Vielleicht mache ich es auch gleich noch fertig. Pack das heute schon rein. Dass es dann immer montags kommt im Idealfall. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Schauen wir mal, würde ich sagen. Ne? Schauen wir mal, wie alles im Leben. Ah, ich will euch auf jeden Fall ein bisschen mehr mit einbeziehen. Ein bisschen mehr Feedback von euch holen. Damit ihr da halt, ja, auch am Ende die Spiele seht, die ihr sehen wollt und nicht irgendwie, ja, My Little Pony. Außer ihr wollt natürlich My Little Pony sehen. Aber selbst dann überlege ich halt, ob ich nicht
das dann nicht mache. Je nachdem. Die Spiele müssen mir natürlich gefallen. Sprich, wenn jetzt 3 Wochen hintereinander nur Minecraft gewotet wird, sage ich jetzt einfach mal. Wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, ey, mach mal Minecraft. Ja, ich habe Minecraft, deswegen müsste ich es dann theoretisch machen. Dann sage ich aber in der 4. Woche, ja, jetzt habt ihr diese Woche mal nicht die Funktion zum Kommentieren, sondern ich schlage 4 Spiele vor und 1 davon wird's halt. So, weißt du, was ich meine? Und dann schauen wir mal, was da so auf uns zukommt, was ihr so für Spiele vorschlagt. Ich bin schon gespannt, hier ist jemand gestorben mit 2er-Rucksack und Splittergranate. Ich habe lange keine Schüsse gehört, also weiß ich nicht, ob der noch hier ist, der Kollege Bratwurst. Ist zumindest alles offen und so. Also könnte sein, dass der weitergezogen ist. Ich ziehe jetzt auf jeden Fall auch weiter hier erstmal hin, würde ich sagen. Ich finde es lustig, dass der Typ, der vorhin noch auf mich geschossen hat, der hat sich ja lange nicht mehr gemeldet, ne? Eieiei. Schauen wir erstmal, wo die nächste Safe-Zone hingeht. Die ist nämlich jetzt gleich am Rand auf jeden Fall. Da müssen wir wahrscheinlich eh mit Tigger. Aber noch muss ich es halt nicht. Deswegen schauen wir mal. So. Da hinten ist auch schon offen, oder? Ist die Tür oben offen oder ist die zu? Man sieht es immer so schlecht. Die ist offen, ja. Dann gehen wir mal direkt mittiger, weil wir müssen eh mittiger. Garantiert. Und 3, 2, 1. Risiko. Plöpp. Oh, ich bin safe. Nice. Gehen wir trotzdem mittiger. Weil hier ist ja schon gelootet. Macht ja keinen Sinn, dann da abzucampen, ne? Wir gehen hier hoch und gucken dann, ob wir hier noch Loot finden. Eieiei. Schüsse rechts. Nicht so gut. So, aber jetzt habe ich auf jeden Fall erstmal alle Änderungen, die so auf euch zukommen werden, durchgesprochen. Ich werde dann auch wahrscheinlich für das neue Projekt immer eine Projektankündigung machen. Und in der Ankündigung so ein kleines Voting, wann das kommen soll. Um wie viel Uhr ihr das gerne hättet. Dann werde ich 4 Uhrzeiten, man kann glaube ich immer 4 Sachen vorschlagen. Und dann werde ich 4 Uhrzeiten vorschlagen. Und dann gucken wir mal, welche wir nehmen. Natürlich die, die am meisten gewotet wird, aber ich werde halt schon so Uhrzeiten vorschlagen, was auch irgendwie human ist. Sprich zum Beispiel, momentan so im Kopf schwebt mir 16 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr und 20 Uhr vor. So als neue Projektuhrzeit, weil hier ist ja schon 15 Uhr, GTA ist 14 Uhr und GTA behält den Slot auf jeden Fall auch. Bei PUBG könnte ich mich überreden lassen, eventuell den Slot irgendwann zu tauschen oder auch irgendwann, wenn PUBG gar nicht mehr läuft, PUBG einzustellen. Muss man halt gucken, wie es jetzt in Zukunft noch laufen wird. Momentan läuft es eher, ja, schleppend, würde ich sagen. Die ersten Tage, wo ich wieder da war, liefen ganz okay. Jetzt die letzten Tage eher schleppend, muss man sagen. Aber, ja, mir macht es halt weiterhin Spaß, deswegen bringe ich es halt noch. Aber irgendwann ist es halt auch nur noch dasselbe, sag ich mal, ne? Und dann gucke ich halt, wollt ihr es überhaupt noch sehen? Wollt ihr es nicht mehr sehen? Wollt ihr irgendwas anderes sehen? Man weiß es nicht. Und dann schauen wir uns das mal an und... Wow! Nein! Was ist das, ey? Ich switch auf die Granate oder so. Ich habe ihn null gesehen. Ah. Ich war so schön am Erzählen und dann switch ich auf die Granate. Oh, der muss sich auch wie im Schlaraffenrand vorgekommen sein. Der hat die Türen auch immer zugemacht. Was ein Assi, ey. Falsche Weste aufgehoben, okay. Das ist ja schon mal blamabel eigentlich. Ah, und dann sieht er mich. Oh Gott, und wie schlecht... Hä? Okay. Also er hat eigentlich mega schlecht geschossen, aber mich hat weggelockt. Ja, Freunde. Ärgerlich, ärgerlich. Ich würde trotzdem sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin, haut rein. Ciao.